Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute malen wir ein Geschenk in 3D-Vision. Dafür brauchen wir jetzt schon mal ein Lineal und einen Bleistift. Und jetzt zeichnen wir es also. Ungefähr so lang, man kann ein ganzes normales Blatt nehmen, was man zu Hause hat. So sieht es dann aus. Dasselbe jetzt nochmal genauso, wie ich es vorhin gezeigt habe. Und zwar jetzt sieht es so aus. Und jetzt so. Dann haben wir ein Viereck. Und jetzt nehmen wir halt genau diesen Abstand. So. Und jetzt so. Jetzt haben wir es so gemalt. Und jetzt muss es so gemalt werden. Ist ja auch bald Weihnachten. Deswegen male ich jetzt ein dickes Geschenk. Damit es dann so aussieht, als ob dann ein Geschenk jetzt einfach darum steht. Jetzt noch die ganzen anderen kleinen Details. Und zwar so. Hier ein Strich. Und hier auch nochmal ein Strich. Hier ein Strich. Noch ein Strich. Hier ein Strich. Und nochmal dasselbe. Und so. So. Damit es so aussieht. So. Und so. So. Und so. Damit es dann so aussieht. Jetzt wird es so gemalt. So male ich jetzt immer Geschenke.
Dasselbe jetzt auch nochmal mit der anderen Seite. Damit es dann so aussieht. Jetzt malen wir es nochmal schön aus. Aber ganz fertig meine ich, ist es noch nicht. Wir fangen erstmal mit dem Stift an, mit dem Füllstift. Dann könnt ihr das alles nochmal nachzeichnen, wenn das alles korrekt ist. Ja, und jetzt nochmal so. Damit es dann am Ende ein bisschen so aussieht wie ein Cartoon. Jetzt nochmal so. Und so. So. Und so. Und so. Jetzt wird es natürlich hier noch weiter so gezeichnet. Und immer so weiter. Und Band für Band. Auch da sollte man gut auf die Linien achten. Am Ende kann man dann auch den ganzen Bleistift wegradieren. Also, jetzt kann man alles wegradieren, den Bleistift. Dann sieht es am Ende noch ein bisschen sauberer aus. So, fertig. Jetzt nochmal hier oben die Linie. So. Und jetzt kann man es auch schon ausmalen. Wollen wir es machen? Ja. Können wir jetzt machen auch. Ich habe mir überlegt, die Schleifen sollen alle unterschiedlich farblich sein. Die jetzt soll grün sein. Nämlich so.